Hey Leute, ich bin SmackPaverick. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr euer verfügbares Datenvolumen anzeigen lassen könnt. Ich möchte euch auch ein paar Tipps geben, wie ihr Datenvolumen sparen könnt, ja, und vor allem, wie ihr das Ganze einschränken könnt, wenn ihr das nicht so im Griff habt. So, dann kommen wir erstmal dazu, wie ihr das Datenvolumen, das ihr verbraucht habt und noch zur Verfügung habt, euch anzeigen lassen könnt. Dazu geht ihr hier einmal in eure Einstellungen hinein, Netzwerk, Internet, und dann geht ihr hier auf Datennutzung drauf. Und ihr seht, ich habe gerade mal 2,91 Megabyte verbraucht, sind also noch 2 GB, ja, Datenvolumen bei mir zur freien Verfügung. So, dann habe ich die Möglichkeit, einen Datensparmodus hier zu aktivieren. Aktuell ist er aus. Das heißt, ich drücke den einmal an und kann jetzt hier durch diesen Schieber aktivieren, dass die Daten, ja, gespart werden bzw. die Datennutzung verringert wird. Das hat dann zum Beispiel zum Grund, dass einige Daten ja erst im Hintergrund nicht geöffnet werden. Zum Beispiel kann ich Bilder dann erst ja, sehen, sobald ich sie anklicke. Erst dann werden sie heruntergeladen. Und ja, das kann ich hier aktivieren. Und dann ist das Ganze eben ja eingeschränkt. So, des Weiteren kann ich hier aber auch die mobilen Daten öfters mal ausmachen, wenn ich das nicht brauche, ja. Und vor allem, ich mache sie jetzt einmal an. Ihr solltet auch immer einstellen, ja, dass, wenn ihr im WLAN-Netz seid, dieses vorrangig genutzt wird, ja. Das ist ganz wichtig. Ich mache es immer zur Sicherheit noch, wenn ich im WLAN-Netz zu Hause bin. Ich mache die mobilen Daten aus. Nicht, dass ich mal eine WLAN-Störung habe und das vielleicht gar nicht mitbekomme und munter im Internet einfach weiter surfe. Deshalb, ja, sind bei mir die mobilen Daten immer sehr, sehr häufig ausgeschaltet. Damit ihr aber keine böse Überraschung, ja, erlebt, könnt ihr hier auch Datenwarnung und Datenlimit einstellen. Ja, ihr könnt hier Festlegungen machen. Ich klicke das mal an. Datenwarnung festgelegt. Ja, das Warnlimit beträgt hier bei mir 2 GB. Ja, und ihr könnt aber auch ein Datenlimit komplett festlegen. Ja, dann könnt ihr da nicht mehr verbrauchen. Hier könnt ihr das Ganze dann entsprechend einstellen. Ja, hier sind jetzt eben, ja, 5 GB eingestellt. Könnt ihr ja entsprechend auswählen und das Ganze dann somit begrenzen. Ein weiterer Tipp, um Daten zu sparen, den könnt ihr in einzelnen Apps vornehmen. Zum Beispiel könnt ihr bei YouTube die Videos in einer geringeren, ja, Auflösung euch anschauen. Und bei WhatsApp zum Beispiel könnt ihr auch einige Einstellungen vornehmen, die ihr unbedingt einstellen solltet, wenn ihr mobile Daten nutzt. Dazu geht ihr einfach auf die Einstellung bei WhatsApp drauf, dann auf Speichern und Daten. Und ja, dann könnt ihr hier bei mobiler Datenverbindung einstellen, ja, was eben alles heruntergeladen bzw. angezeigt werden soll. Ja, Fotos, Audio, Video und Dokumente, ja, also alles an Anhängen, was mir geschickt wird, das möchte ich hier in dem Fall bei mir, ja, nicht über die mobilen Daten angezeigt bekommen. Ja, das will ich also nur im WLAN. Und dann kann ich hier noch einstellen die Foto-Upload-Qualität. Ja, da kann ich auch noch sagen, ja, Daten sparen, dass ich eben ja die Fotos nicht in der höchsten Qualität sende. Ja, und somit dann eben auch Datenvolumen spare. Ja, das sind so die Tipps, die ich euch geben kann. Wie gesagt, einzelne Apps bieten hier auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Die müsstet ihr mal prüfen. Ich hoffe, das Video war hilfreich und informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.